der Mond scheint, hat sie gesagt. Wir sitzen fest, gestrandet in der Wildnis Amerikas und nur unser Verstand kann uns retten. Bleiben wir Menschen oder werden wir zu Kannibalen, die das Fleisch von Verstorbenen essen, wie in diesem Flugzeugkatastrophenfilm? Zuerst Filet au Jacob. Der Genuss dieses heißen Muskelwerks kann einen strengen Geschmack im Mundraum hinterlassen, aber Sie macht auch Vlogs. schätze ich. Komm schon. Wow. Was? Psst. Das sieht aus wie dicke Würste, die eine dünne Nadel einfädeln wollen. Oh mein Gott, ich hab's gleich, okay? Schau mal, eine dicke Wurst unten, da kannst du auch mal was einfädeln wollen. Damit du es weißt, dieser Vergleich trifft mich wirklich schwer. Ich hab's gleich. Eine Sekunde. Nein, wir müssen leise sein. Leise. Ich trete gar nichts ein. Na bitte. Korb, wa? Viola. Dachte, das Spiel kann mich verarschen. Ihre Spange, Madame. Kannst du behalten. Gar nicht übel, oder? Ich mag Männer mit geschickten Händen. Wir sind wuselig. Ich heiße auch Mr. Magic Fingers. Nicht wirklich. Okay. Mr. Also, Magic Fingers, oh mein Gott. Wenn ich ein Bier wäre, wo würde ich mich verstecken? Beep, 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 beep. Was beep. Wird das denn? Beep? Oh, das ist mein Bier da. Ich suche nach Bier. Hm. Wieso merke ich erst jetzt, wie unfassbar lame du bist? Was? Aber das ist mein Bier da, Mann. Ich gehe woanders hin. Piep, piep, oh, die Kids haben echt alles leergeräumt. Mr. H liebte seine Accessoires. Ich glaube, der hat nichts in der Bühne. Oh, oh, ein Tresor. Ist aber verriegelt. Wäre auch zu einfach gewesen. Oh. Oh. Ha, ja! Oh. Jackpot! Hey, sieh nur meine Riesenmelone. Hier. Einfach ein Loch reinschneiden. Mhm. Dann rein mit dem Wodka. Und Partytime. Du kippst einfach den Wodka da rein? Ja, mehr Spaß kann man mit einem Loch in der Melone nicht haben. Oder, wobei, vielleicht auch doch. Du ekliger Alter. Okay, ich lass euch zweimal allein. Will er seinen Lulatsch da reinstecken? Der ist ja richtig sass. Hab ich irgendwie Licht? Ich brauche die verfickten Karten. Ich brauche die verfickten Karten. Ich habe nicht mal Licht. Bevor ich irgendwas berühre oder anfasse, sehe ich mich erstmal um. Ah, eine Karte. Nee, doch nicht. Harem Scarum? Oder was bewegt sich da? Ruhig, es ist noch nicht dunkel. Das heißt, es wird wahrscheinlich noch nichts passieren. Bruder, diese Musik macht mir echt Angst. Hier war nichts. Geht's da nicht noch weiter? Doch. Was? Schluss?
Wer kauft den Scheiß? Oh! Oh mein Gott. John Cena. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Bruder. Er wartet, bis es dunkel wird. Oh mein Gott. Alter, die Kameraführung ist auch so nah am Dings da dran. Weg vom Fenster, weg vom Fenster. Ich will ihn nicht sehen. Hallo, alte Freunde. Oh ja. Die Gelegenheit ist einfach zu verführerisch. Wir müssen ihn erschrecken, es tut mir leid. Okay, schon mal gesehen, wie sich ein Mann in die Hose scheißt? Das werdet ihr gleich. Oh mein Mann. Gott. Ich würde mich so erschrecken, ich schwöre. Nur ein Versteck. Jacob! Emma? Hallo? Komm doch mal. Wenn du mich erschrecken willst, daraus wird nichts. Komm doch mal. Ja, Opa? Oh mein Gott, Bruder. Ich werde heute safe nicht schlafen können, ne? Keine Angst vor Clowns? Nein, sie sind witzig. Mhm. Und du hältst das hier wirklich für witzig? Nice. Ich meine, ja. Wow. Und wie witzig ist das, kleiner Junge? Willst du dich mit mir und 20 hübschen Clownfreundinnen in einen kleinen Wagen quetschen, als wäre es nichts? Bruder. Was? Chance vertan. Aber nicht vergessen. Weiter umgucken. Bravo. Richtig. Hier ist irgendwas, glaube ich. Boah, Digga, dieses Spiel macht mir schon irgendwie Angst, muss ich sagen. Mitnehmen. Wo kann ich es angucken? Hinweise. Am Schornstein der Lodge aus den Himmel geht hervor, dass Chris Hackert am Moment das Geld dafür fehlt, okay? Okay, das ist die Tür. Ich guck mal erstmal noch weiter, bevor ich irgendwo rausgehe. Ja, na, komm doch mal, John Cena, komm doch mal! Ist der hässlich. Okay, hier ist nichts mehr. Also entweder gehe ich jetzt da raus. Was steht da aber? Ich kann es nicht lesen. Was steht da? Stuff only. Wo führt die wohl hin? Versperrt. Wir sind Draufgänger. Wie treten sie ein, verdammte Scheiße? Dumm, Alter, wie kann man so dumm sein, ja? Was ist mit deinem Fuß los? Tut wohl weh. Schnauze. Ja, wieder falsche Entscheidung.
Wetten wir? Jetzt muss sie irgendwann später wegrennen und sie kann nicht wegrennen, weil ich Fußweh tut? Ach, hör mal auf, ja. Da. Nice. Wow. Ja, leck mich doch fett. Sieh sich das einer an. Kein Wunder, dass die Tür verschlossen war. Ist er böse, wenn wir ihn bestehlen? Was? Nein. Er hat uns im Stich gelassen. Hier geht's um Menschenrechte. Oder so. Sicher, klar. Bestehlen wir ihn, Chat? Was sagt ihr? Mal sehen, was es hier zu holen gibt. Festhalten? Bestehlen wir ihn oder nicht? Ins Schloss. Ich glaube ja. Ich glaube, wir können da ein paar Sachen gebrauchen. Ja, Mann. Hier ist Bier. Das reicht. Boom. Ich will mich umsehen. Wie du willst. Ich will da gar nicht in die Eistruhe reingucken. Wer weiß, ob da eine Leiche liegt. Oh, cool. Was? Was ist da? Eine Flinte. Oh, cool. Nee, oder? Ihr wisst schon Bescheid, dass sie nachher wegrennen muss. Code. Och, Mann. Für vorne. Der Code ist für vorne, für den Tresor. 7739. 7739. Okay. Fertig. 7739. Was liegt hier noch? Jacob, sieh mal hier. Was? Ich kann hier nicht weg, sonst fällt die Tür zu. Sieht aus wie Campingvorräte. Oh, okay. Da sind Zelte an der Feuerstelle. Da ist Blut dran, oder? Sehe ich richtig? War das ein Bär? Oh mein Gott. Das heißt nichts Gutes. Truhe, wie gesagt, was ist hier noch drin? Wir nehmen alles mit. So, auch raus. Und unbedingt den Tresor aufmachen. Du willst, die Knarre echt behalten, hä? Natürlich. Ja, für Bären. Seht ihr? Okay. Vielleicht brauche ich die Knarre für später. Um diesen ganzen Kram hier zu schleppen. Bitte erschreckt er mich jetzt nicht mit der Maske oder so. Kann ich mir nämlich vorstellen, sowas. Warum ist die Tür jetzt hier auf? Warum ist die Tür jetzt hier auf gewesen? Die Tür war doch vorher nicht auf gewesen, oder? Bruder, diese Geräusche. Die Tür war vorher nicht auf gewesen. Wie kann das sein? Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist in diesem Gang hier noch, aber ich weiß nicht was. Ich bin mir sicher, Chat. Diese Tür war vorher nicht auf gewesen. Ja, ja, 7739 ist der Code. Da gehen wir jetzt auch hin. Hi, Bounce. Okay. Stopp. Code. Bravo. Bin drin. Ah, sehr gut. Bruder, ich spüre eine sehr schlimme Aura. Seht Was ist ihr? Noch da drin? Nur noch Feuerwerk. Feuerwerk kann sehr gut sein, um irgendjemanden abzuschrecken. Nein, Emma. Feuerwerk. Wir nehmen es mit, safe, wir können es gebrauchen. Okay, du hast recht. Feuerwerk. Hey, oh yeah, Feuerwerk. Oh, Scheiße. Und sagte ich schon, Feuerwerk? Aber er meinte drinne bleiben und ruhig sein. Er meinte drinne bleiben und ruhig sein. Ach, Dicker, ja. Er meinte drinne bleiben und ruhig sein. Hey, ich hab hinten so zerfetztes Gepäck gesehen. Das sah ziemlich übel aus und ich glaube, da war auch Blut dran. Oh, oh, stopp, stopp. Nicht bewegen.
Oh Mann! Ich glaube, Feuerwerk war. Das sind meine Lieblings-Butterpops. Ich glaube, Feuerwerk war die falsche Entscheidung. Butterpops? Nein. Was? Ich fass es nicht. Oh mein Gott, der beste Snack überhaupt. Aller Zeiten. Was ist das, sowas wie Popcorn? Was? Nein. Gar nicht wie Popcorn. Vollkommen anders. Eine ganz eigene Art. Alaikum salam, Bilo. Weißt du was? Ich hatte die seit meiner Kindheit nicht mehr. Oh Mann, du wirst sie lieben. Okay, warte, ist ein Haltbarkeitsdatum auf der Tüte? Sie sind noch gut. Oh mein Gott, die sind 20 Jahre alt, okay. Oder? Hey, es heißt mindestens haltbares. Du wirst sie lieben. Buah. Scheiße, nehme ich sie mit? Okay. Wenn es wirklich irgendwie Tiere gibt, kann ich die damit füttern, hey, vielleicht. Draußen habe ich eine Schubskarre. Abbas, danke schön, mein Bruderherz. Für Kisten und allerlei. Danke für drei, Habibi. Bitte was? Kiste? Oh, das meint ein. Feuerwerk war ein Fehler. Oder Po. Scheiße, Alter. Nein, das davor. Shit. Schubskarre? Ja. Feuerwerk okay, war ein Fehler. Das ist, ein Behälter auf Rädern. Man kann Zeug draufpacken und durch die Gegend schubsen. Ah, verstehe. Super Spiel, Mert. Super. Ladies first. Danke. Feuerwerk war ein Riesenfehler. Es ärgert mich gerade sehr. Es ärgert mich extrem. Wirklich, ey. Er sagt mir extra, drinnen bleiben und ruhig sein. Und was mache ich? Ich nehme Feuerwerk. Ich dachte halt vielleicht, dass ich damit irgendwie jemanden ablenken kann oder irgendwie... Das nervt mich gerade. Ach, Mann, ey. Okay. Das Heiligtum. Es ist ein Büro. Es ist die magische Quelle. Okay, ja, beeil dich. Egal, ich habe mich jetzt so entschieden, weiter geht's. Ist das hier noch eben an? Shit. Und Energie. Podcasts. Ja. Bruder, ich spiele immer Story Games okay. So. Deshalb liebe ich auch Story Games zu spielen. Komm mal, wie heißt das? Doch, wir müssen eine gute. Wie heißt der Podcast? Wir müssen immer eine gute Dings erhalten in der Gruppe. Bizarr oder banal. Also Geisterkram? Mehr so, ja, also alles Unerklärliche. Die Frage, ob es ein echtes Phänomen ist oder eher banal. Anal. Gecheckt? Anal? Er ist Dingster. Du Wortakrobat. Er ist. So, sollen wir nachsehen, was Mr. H. in seinem Hauptquartier versteckt? Er ist Dingster, ne? Ich weiß nicht, Mann. Ich find's nicht. Ihr wisst, was ich meine. So rumzuschnüffeln. Mert, spiel okay, auch, Bruder. Wenn du meinst. Ey, Mert, wir könnten das sogar zusammenspielen, weißt du, wa? Man könnte das sogar zusammenspielen. Wir hätten das sogar zusammenspielen können. Zu zweit, ich schwöre. Ich meine, komm schon, was für schmutzige Geheimnisse würde der Besitzer eines Sommercamps voller unschuldiger Kinder schon verbergen? Nicht Mr. H. Oder er ist Dings da, ne? Hier. War immer er steht auf ihn. Erstmal einen Papierkorb gucken. Papierkorb ist gut. Wow, was für ein altes Ding. Na ja, guck Dings an. Hey, gib mal deine Nummer, ich ruf dich an. Wieso? Damit ich dich zu einem Date einladen kann, Mann. Er soll dazu stehen. Er soll dazu wenigstens stehen. Wenn ich damit eine Mobilnummer anrufe, explodiert das Ding hier. Er soll damit. Hallo? Was? Was? Wer ist dran? Hallo? Ich dachte, da wäre jemand. Hm. Papa Shisha, danke für den Verschenken. Oh mein Gott, Bruder. Das hat die Chance. Boah, es wird ganz, Digga, da wird noch einiges passieren. Kann ich noch hier irgendwas machen? Nein. Jo, Meister, gib mal die Schlüssel. Damit du rumstöbern kannst in Chris' Privatbereich? Entschuldige, soll ich das lieber dir überlassen? Hahaha. Komm, was soll schon passieren? Bist du kein bisschen. Vielen Dank, Bruder Herz. Danke wirklich. Ich fass auch nix an. Gut. Aber wehe, wenn nicht. Ich verspreche nichts, aber. Andi lacht. Easy.
Du redest Blödsinn. Oh. Langsam, langsam rein. Frische Sachen. Mr. H weiß, was er mag. Ja, ganz sicher. Jerry. Wow, Chris. Yo. Hey, hey, vielleicht sollten wir... Digga, was? Oh mein Gott. Ryan? Bruder, was geht denn jetzt ab? Wow, was ist das? Diese Monitore, das ist das Camp. Oh, lol. Mr. H uns überwacht? Bruder, nein, was? Nein. Ich meine, nein, nein, das kann ich. Das sind nur... Das sind Waldwege im Bereich des Camps. Der ist ein Guter. Ich sage euch, der ist ein Guter. Die Kameras sind vom Camp weggerichtet. Er spioniert nicht die Kids aus. Er will gucken, ob da jemand kommt. Ja. Das sind einfach... Oh mein Gott. ...normale Wildkameras. Das heißt, da kommt jemand. Die stellt man auf, um weirden Kram zu filmen. Okay, ja, und was? Wie... Bigfoot und so, na, solche Sachen halt. Okay. Ab sofort nenne ich Mr. H statt super creepy Perversling mit Kamera. Dann also voll verrückter Verschwörungsjäger. Allerdings ist Bigfoot keine Verschwörung. Okay, klar. Wie wär's dann mit angehender Kryptozoologe? Hey, vielleicht kannst du ihm deinen Podcast empfehlen. Sicher, ja. Guter Vorschlag. Okay, nur warum macht man sich dann die Mühe, den Raum in einem Kleiderschrank zu verstecken? Das ist wirklich ein bisschen komisch, merkwürdig. Also, versteckt ist übertrieben. Aber vielleicht will er trotzdem Geld machen so mit diesem Camp? Ja, das ist, was ich aber meine. Aber er will auch nicht, dass jemand... Das ist weird. Mega suspekt, Mann. Dass irgendjemandem was passiert. Wisst ihr, was ich meine? Da ist was nicht ganz koscher. Dylan, das... Aber da ist wirklich was nicht koscher. Wenn es dich wirklich interessiert, dann frag ihn halt. Da ist auch... Doch, da ist irgendwas falsch, aber ich weiß nicht, was... Okay, ja, mach ich vielleicht. Raus da jetzt, yalla. Aus dem Keller. Mir reicht's mit diesem Versteck. Viel Spaß. Hey, aber du gibst zu, dass es ein Versteck ist. Ich muss nochmal gucken. Bevor ich ganz rausgehe, gucke ich nochmal. Ja, schönes. Oder? Das sieht ganz, 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 ganz wild aus. Vielleicht sehe ich ja irgendwas. Da bewegt sich was. Er macht die Kameras aus. Wird schon nicht sein. Wie? Bruder, er macht die Kameras aus. Digga, bist du bescheuert? Das ist die zweite Kamera, die er ausgemacht hat. Du Vogel. Sag, meld dich, er macht doch noch die dritte aus. Nee, okay. Oh mein Gott, Bruder, ich bin gerade aufgeregt, ne? Passiert da noch irgendwas? Nee. Nee, nee, nee. Okay, noch was passiert nicht mehr. Oder? Nee, 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 okay. Okay, nicht sehr spannend. Bruder, es sind jetzt einfach schon zwei Kameras aus, ne? Ne, drei. Also drei laufen noch. Wow. Mal nochmal den Plan angucken. Warte mal. Check Rolly Back Left Camera. Check Back Left Kamera. Check, was steht da? Reposition Frost Night Camera. Drink Break.
Clean all the lodge camera. Replace scaffold camera front entrance. Ich würde es mir am liebsten aufschreiben. Replace scapyard camera Max Brandy. Hackett's Cram Summer. Oder mal, wir gucken uns lieber richtig um, bevor wir irgendwas. North, New York. Irgendwas hat's auf sich, warum ich mir die Post hier angucke. Max Brandy. New York State. New York State, New York. Alles von New York State. Er öffnet die Briefe nicht, oder was? Bruder, ich muss mir nochmal ganz kurz die Kameras angucken. Irgendwas stimmt da nicht. Diese Kamera zeigt zwei Häuser. Diese Kamera zeigt nur den Garten. Den Wald. Das ist schon aus. Und diese Kamera wechselt irgendwie. Okay. Hä, wo ist der Ausgang? Achso. Wow, ein paar von den Sachen sind ganz schön heftig. Ja, geh da lieber nicht dran. Ah, ist unspannend. Was war da? Ich muss nochmal gucken. Sorry. Toothpaste. Was liegt da? Da oben liegt ein... Was ist das? Das sind... Ist das... Pharma... Was ist das? Medizin? Was ist das für eine... Was ist das Silberne da? Ist das eine Schere oder was? Oder dieses Spiel ist echt. Ich glaube, hier bin ich jetzt fertig. Ah, hier habe ich das schon. Ey, wozu das Gewehr? Nimm's dir! Chris. Nimm's dir! Mr. H meinte, es ist für. Wir brauchen das. Ach, zum Glück habe ich es gesehen. Wichtig! Ja? Hier? Ja, er meinte, sie trauen sich nicht hierher wegen dem. Nein, ich mache keine Gewehr. Werbung. Ich weiß nicht mal, wie es geht, Bro. Ja? Was geht, Leute? Ennis, Sido, was geht, Habibis? Lass es doch einfach. Lass es einfach. Nein, keine Werbung. Alles gut, Habibis. Brauchen wir nicht. Was, wenn wir sie brauchen? Wir brauchen das Gewehr. Nee, verspielt. Bro, was, wenn wir heute Nacht beim Feiern draußen im Wald auf Freaks treffen, die so psycho, most dangerous game-mäßig drauf sind? Meinst du Menschen, die Menschen jagen? Ja, also ich meine, denk mal drüber nach. Camp ist vorbei und die Jagdsaison fängt gerade an. Und? Was, wenn... Ich brauche beide. Jetzt haben zwei Leute schon im Gewehr. Das wäre sehr wichtig. Nimm dir das Gewehr. Das wohl irgendwie schützen. Exakt, deshalb brauchen wir das Gewehr zum Schutz. Ja, nein, auf Bravo. Jeden Fall. Doch, nimm's dir. Und einfach aus Spaß? Nein? Okay. Ja, total. Nein! Hä? Also, wir wissen, wo sie ist. Nur für den Fall. Na gut, Mann. Das ist so dumm. Oh, lass das Gewehr da, Mann. Na klaro, Boss. Ich schwöre, wir gehen nochmal hin. Ich will dieses verdammte Gewehr nehmen. Dylan, lass den Scheiß, Mann. Ey, sorry. Ich wollte einfach wissen, wie es sich so anfühlt. Martelli, vielen Dank für 5 verschenkte Bruderherz. Lass es lassen. Ja, sorry. Lass es. Ich schwöre, ich nehm's nochmal, ist mir scheißegal. Tut mir leid. Ah, jetzt kann ich nicht mehr. Okay. Bruder, hier ist eine Fall. Oh mein Gott. Was ist hier drinne? Nein, oder? Na hallo, was ist das? Geh nicht rein, bitte geh nicht rein. Ist das eine Falltür? Tja, Schätze, sie führt wohl in den Keller. Huh.
Warum sollte Mr. H. eine geheime Falltür zum Keller in seinem Büro haben? Bruder, ganz, ganz, ganz komisch, Dicker, ja. Bevor es sein Büro war. Alles in diesem Camp ist komisch. Ist wahrscheinlich ein Lager. Ja, oder er braucht einen Fluchtweg, wenn man ihn irgendwann erwischt. Okay. Oder es ist ein Lager. Mach sie doch auf. Bitte nicht, bitte nichts Schlimmes. Okay, oh mein Gott, sieht aus der Schlund der tiefsten Hölle, also... Ganz schön theatralisch. Geh runter und guck, du passt da bestimmt durch. Sicher nicht, geh doch selbst. Soll ich runtergehen? Wir bleiben oben. Warum? Nein, wir bleiben oben. Wir bleiben oben. Nein, wir bleiben oben. Ich muss alle überleben lassen. Sicher. Ich muss alle überleben lassen. Wer weiß, ob da jetzt wieder unten was wäre. Ist der bequem, so will ich auch. Du kannst ich schwöre, der wäre vielleicht schon jetzt gestorben. Was du hier mit seinen Sachen machst. Komm schon, er kriegt's schon nicht mit. Okay, sei vorsichtig. Denkst du etwa, ich mach ihn kaputt? Komm schon. Oh. Ich wollte das Gewehr nehmen, aber er wollte nicht, der Vollidiot. Das war nicht geplant. Hm. Leute, ich spiele alle einmal. Ich habe keinen einzelnen Spieler. Kearney und Max Brinley. Max? Oh ja, das sind die, die nicht aufgetaucht sind. Das war der mit dem Brief, glaube ich. Ja, wegen diesen Noobs mussten wir anderen doppelt so viel arbeiten. Oder? Max Brinley. Oder täusche ich mich gerade? Max Brinley. Eine Liste mit den Namen der Betreuer und Betreuer sowie persönliche Angaben und ihren Aufgaben im Camp. Zwei Namen sind durchgestrichen. Leon, mein Bruderherz, vielen, vielen Dank für den Zappa, Baby. Kuss, kuss, kuss. Dankeschön. Kuss, kuss. Ich hoffe, dir geht's gut, Bruder. Laura Kearney und Max Burnley. Wieso sind sie nicht aufgetaucht? Moment mal ganz kurz. Ich habe eine Vorahnung. Timo, dankeschön für den Zapp, Bruder. Tim Burnley. Ich muss nochmal ganz kurz zurück. Mir war so, als ob der Name von dem Brief Max Burnley. Warum ist sein Name durchgestrichen? Er ist nicht aufgetaucht und hat Briefe bekommen. Danke mir auch, Leon. Warum ist er nicht aufgetaucht? Max Brinley. Oh mein Gott. Versuche nochmal die Waffe zu nehmen. Ah, geht nicht. Bruder, die Falltür macht mich, ich will eigentlich da runter. Ich bin jemand, der geradeaus will. Ich will es. Aber ich kann nicht ohne Waffe. Ohne Waffe gehe ich nicht. Solange ich die Waffe nicht in der Hand habe, gehe ich nicht. Nein. Wir müssen das. Man muss manchmal schlau im Leben sein. Ja, ihr wollt nur, dass ich sterbe. Caleb, nein. Caleb Hackett. We're the kids, huh? Ich mag sie. Ja, ich auch. Aber sie sind ziemlich eigenbrötlerisch, hm? Vertraut mir, wenn ich runtergehe, passiert da was Schlimmes, glaube ich. Ich glaube, das war ein guter Call. Wir gehen jetzt raus. Yalla. Raus hier, wir haben alles. Handys mitnehmen. Nice. Voll geladen. Ich guck mal noch ganz kurz. Ganz kurz gucke ich noch. Moment. Habe ich hier alles? Ich gehe auf keinen Fall in den Keller. Nein, wir gehen noch nicht in den Keller.
Also, hast du für nach dem Camp schon irgendwas geplant? Schule? Weiß noch nicht. Verstehe. Freundin? Ich gehe nicht runter. Ich habe mich schon entschieden. Ich gehe nicht runter. Nein, Leute, hört auf damit. Ich gehe nicht in den Keller rein. Hört auf damit, Chat. Dein Freund? Ihr wollt mich ins Verderben bringen. Nein. Freier Geist. Ihr seid so schlimm. Ja. Ihr wollt mich ins Verderben. Nein, gibt's nicht. Wir bleiben an der Oberschicht. Sind die Handys... Ja, vermutlich. Guckst du mal nach? Der Keller ist schön, Hotel. Soll unten eine Waffe sein, ist mir egal. Ich gehe da nicht rein. Wir gehen raus, wir gehen jetzt zur Party. Nice. Vollgeladen. 28%. Die Sache ist, er meinte eigentlich, bleib drinne. Eigentlich will ich drinne bleiben. Mann, Leute, ja. Ihr schreibt alle unten, ist eine... Mann, Alter, ist euer Ernst? Nein. Ich gehe nicht runter. Ich habe mich dafür entschieden. Hey, fertig. Okay, cool. Gehen wir. Ich habe mich dafür entschieden. Was soll ich machen? Und ich wäre alleine runtergegangen. Danke. Und ich wäre alleine runtergegangen.